Ist cool, oder? Ich bin schon ein bisschen verrückt. So, jetzt aber offiziell guten Morgen, ihr Rabauken. Ich bin hier, wir haben schon mal einen Sport gemacht. Ich hoffe, das hätte geklappt mit dem kurzen Video. Und jetzt bitte, das ist jetzt hier mein Morgenausblick. Die Sonne scheint hier rein, wir gehen mal auf den Balkon. Ich muss ja meine Wärmedecke mitnehmen. Ich bin wirklich gerade zurückgekommen. Eine Stunde Sport. Und jetzt kommen wir mal, gehen wir hier raus. Oh, die Sonne. Krass, scheint mir ganz Gesicht. So, Hauptsache, das hält hier fest. So, das ist schon nett, ne? Muss man mal sagen. So, was man nicht alles als Künstler erleben darf. Ne? Das ist so cool, so ein bisschen, als wenn ich geschminkt wäre, ne? Kann man machen. Wie die Sonne nicht ab. Da drüben ist Kopenhagen. Das ist aber die Hafenseite. Also falls ihr euch wundert, warum da keiner wohnt, das ist die Hafenseite. Und hinter mir, also in meinem Rücken, da ist die belebte Seite. Aber kein Bock. Städte sind ja auch irgendwie, sind Städte. Also, ach, guck mal, hier ein Haus, ne? Ach, guck mal, hier ein Haus. Ist nicht so meins, ne? Ist nicht so meins. So. Und so, jetzt hier schon mit meiner Decke eingekuschelt. Ich gehe mal schön duschen gehen. Und erst schön mit der Decke, dann schön duschen, dann schön frühstücken. Ich glaube, dann lege ich mich nochmal hin. Mit dem Schlafen nachts, das klappt hier noch gar nicht so. Keine Ahnung, woran das liegt. Komisch. Ja, so ist das, ne? Ja, aber es geht mir immer noch gut. Ich bin sehr stabil, während nebenan geföhnt wird, ne? Krieg einen Föhn. Bin sehr stabil. Fühle mich gut. Hatte gestern ja meinen ersten Auftritt. So ein Mini-Auftritt mit der Show da. Hier war cool, ein bisschen was angeteasert und Christina habe ich gespielt. Ihr kennt das alle, Christina. Und ich freue mich heute auf die erste Show. Da geht es auch Christina. Und eventuell, ich stelle nochmal eine Setlist zusammen, zeige ich euch nachher nochmal. Ich werde auch einen Soundcheck machen. Ne, kein Soundcheck, ich werde in dem Veranstaltungsraum proben heute. Und das schneide ich für euch mit. Dann könnt ihr ein bisschen zuhören, wie ich Gitarre spiele. Ist hier jetzt auch nicht richtig live, aber es ist auch nicht der Freitag, an dem ich was cover. Aber so wird es dann, werde ich ein bisschen meinen Kram machen. Und ja, also ich tue mir sehr schwer damit, diesen Luxus anzunehmen. Dass ich werde am Platz bedient. Also es gibt natürlich auch Restaurants, wo man sich was zu essen. Diese Kamera, diese tolle Kamera, dauernd abschaltet, weiß ich nicht. Es gibt Restaurants, ein Buffet, wo man sich was holen kann, aber es gibt halt auch Restaurants, wo ich am Platz bedient werde. Und das ist alles inklusive, das ist also wirklich vom Allerfeinsten, muss ich sagen. Also wirklich schön. Und vermute mal, dass die. Ich vermute, ich gehe mal davon aus, die Reise ist absolut ihr Geld wert. Und es gibt bestimmt auch Leute, die jeden Landgang mitmachen und für die ist das noch mehr wert. Und das ist was ganz anderes. Aber für mich ist das ja auch in erster Linie eine Arbeitsreise, weil ich ja hier die ganze Zeit auftrete und 6 Shows in 11 Tagen sind auch eine Menge. So, also muss man auch mal überlegen. Und eigentlich sind es 7 Shows, weil ich gestern auch noch aufgetreten bin. Das ist also 6 eigene Shows plus 7 mal 7. 7 in 11 ist okay, finde ich. Aber es ist, muss ich sagen, sehr, 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 sehr cool. Es ist ein großes Glück. Und achso, ich hatte gesagt, den Luxus anzunehmen, also auch das Glück anzunehmen, dass ich das hier wert bin. So, muss ich sagen. Also ich und meine Wertigkeit, die Leute, die jetzt schon lange zugucken, wissen, dass es ein Problem ist für mich. Das ist eine Wertigkeit, dass meine Wertigkeit nicht so besonders hoch ist, eher so. Und dann sehe ich natürlich auch das hier sehr skeptisch und denke, bist du das überhaupt wert? Muss das sein? So. Und ich bin an so einem Punkt, an dem ich denke, ja, bin ich. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele leise Stimmen, die sagen, nee. Und ich sage, doch, bin ich. Und jetzt bin ich das wert, geduscht zu werden. Jetzt werde ich mich duschen. Und dann gibt es nachher noch, wie gesagt, spätestens heute Nachmittag, das schneide ich mit, wie ich probe. So. Und dann ohne Föhn. Ich hatte überlegt, diesen Föhn mit einzubauen, aber ich werde ohne Föhn proben. So. Macht euch einen tollen. Ach, ihr seht das ja alles morgen, ne? Heute ist ja Mittwoch. Morgen ist Donnerstag, ne? Morgen ist Donnerstag. Macht euch dann schon mal einen tollen Donnerstag. Ich hoffe, das hat mit dem Video heute geklappt. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich klappt es. Klappt. Hoffentlich. So. Also bis später.
gebe ja zu, das ist dekadent. Aber es ist sehr, sehr schön, kann ich euch sagen. Raketenmäßig schön. Jetzt sowieso entsteht. Also ich muss noch ein bisschen hier umdrehen. Ja. Das kann ich gar nicht sehen. So, wir fahren jetzt nach Norwegen. So, also in Dänemark losgefahren. Also nach Norwegen, da kann ich auch die Richtung schon erkennen. Sieht man das? Sieht man, ne? Okay. Da, fahren wir nach Norwegen. So. Ich traue dem Braten nicht, weil ich das hier rüber halte. So, und das heißt, hinter uns liegt irgendwo Dänemark. Ne? Auch das ist ja geografisch bekannt. Und genau, und da drüben ist auch irgendwo ganz, ganz weit entfernt, kann man sehen, dass da ein Schiff ist. Ne? Also, wie ihr sehen könnt, ein Schiff. Wahrscheinlich ganz, immer ein ganz kleiner Punkt, man kann es gar nicht sehen. So, tut mir leid. Und ein ganz kleiner Punkt da am Horizont, ein Schiff. Und da ist noch ein Schiff und noch ganz viele andere Schiffe, weil wir sind hier nicht, wir sind ja nicht alleine auf dem Ozean. So ist es nicht. Und ich liebe das wirklich, hier draußen zu sitzen. Und ganz entspannt den Wellen zuzuhören. Ich habe, jetzt ist es 17:42 so. Und so in einer Stunde mache ich mich auf den Weg und werde mich schon mal warm spielen und um 19:45 ist Einlass, dann ist eigentlich, dann geht es glaube ich schon los. Mal schauen, wie voll es wird heute Abend. Wir sind ja auf See, es kann ja keiner weg. Es kann ja keiner weg, wir müssen ja durch. Ne? Und da werde ich euch noch ein bisschen dran teilhaben lassen. Und dann hoffe ich, das wirklich sehr, dass es mit dem Upload klappt. Denn das Bordnetz ist quälend langsam und LTE wird es jetzt hier auf der Reise wahrscheinlich nicht geben. Das bedeutet, ich muss gucken, ob ich das bis morgen rechtzeitig hochkriege. Es ist das Manko der Reise. Aber müssen wir durch, müssen wir alle durch. Ihr müsst da durch, ich muss da durch. So ist es nun mal. So. Aber ich genieße noch ein bisschen weiter. Jetzt hier den Kram und jetzt kippe ich das wieder so hoch, stelle das wieder hin, kann noch ein bisschen zugucken und dann ist der Schluss hier. So. Ja. Ah, geht das denn so? Geht es denn so, Herr Senmusch? Ja, Herr Senmusch, es geht so. So geht's. Also, ich hoffe, ihr könnt. Genießt die Aussicht. Mach mal ein bisschen Platz für euch. So. Genießt die Aussicht. Es ist ja eigentlich zu schön, um es alleine zu genießen. Es ist zu schön, aber. Ja, akzeptieren das mal. Ne? So. Ich nehme die Beine auch weg, dann könnt ihr mehr sehen. So. Guckt ihr das an. Muss ich ja andersrum machen. Warte mal. Kann man das noch drehen? Nee, man kann das gar nicht drehen. Ich will es aber drehen. So, also, ich habe es gestern verpeilt. Ich wollte ja euch mitnehmen und war so aufgeregt. Ich habe mein Selfie-Stick liegen lassen und dann ging überhaupt nichts mehr. Und es war gestern Abend sehr, sehr schön. Es war eine super Show. Und ich schlafe aber hier sehr, sehr schlecht. Und ich habe auch festgestellt, es ist laut. Es ist laut. Es ist ein Grundrauschen und das ist mein Problem. Aber das ist mein Problem und nicht das Problem des Schiffes. Möchte ich nicht. Dafür fahren wir jetzt gerade durch den Wald. Man kann es ganz gut sehen. Wir fahren hier gerade durch einen Wald. Sieht man, wenn man ein bisschen aufmachen will. Fahren durch den Wald. Norwegen, ne, das Land der Trolle, sagt man. Ich habe ja keine Ahnung, ob sie da, aber wir gehen mal ganz kurz raus. Guck mal, ist das nicht schön? Ist das nicht groß? Guck mal bitte. Sonnenaufgang mitten in Norwegen. Ist das nicht großartig? Also, wenn ich schon jetzt meinen Sport gemacht, es ist 7:15 nach meiner Zeit. Und topfit. Ne? Und vor allen Dingen psychisch, ne? Aber achte mal, es ist. Es ist ein Fest. Es ist ein Fest. Wirklich sehr, sehr schön. So. Und ja, ich glaube, also ich werde in Oslo nicht vom Land gehen. Nee, vom Schiff gehen.
auch wenn es bestimmt toll ist, aber ich kann kein Norwegisch. Und ich will, möchte, aber ich finde hier allein diese Felsen. Achte mal, wenn man das hier jetzt mal sehen könnt hier. Diese Felsen da vorne, die Felsen. Achte mal. Und da ist noch so ein Haus. Also das ist schon, ich würde hierher ziehen, muss ich sagen. Ich würde hierher ziehen. Sofort. Ohne Bedenken. Hätte ich richtig Bock drauf. So, Natur. Das ist meine Welt. Nicht, Oslo ist nicht meine Welt. Na, hier abseits von Oslo, wenn man hier dann zurückkommt. In Zivilisation. Ja. Aber es reicht. Wenn man Internet hat, reicht es ja. So, habe ich hier gerade. So, ich lag jetzt mal, ich muss das Video noch fertig machen, dann schneide ich das und dann kriegt ihr das um 10 Uhr. Hat ja gestern geklappt und dann wegen mich bestimmt, wie das jetzt hier geht. Gestern habe ich wirklich, war ich ein bisschen aufgeregt wegen des Auftritts. Heute ist ein freier Tag. Vielleicht zeige ich euch ein bisschen was und vielleicht mache ein bisschen Kram. Aber irgendwas geht ja immer so. Aber jetzt. Ich will einmal duschen und ich habe auch meine Brille irgendwo gehabt. Eine Brille gemacht. Ach, die Brille ist da vorne. Im Bett. So, was macht sie im Bett? Warum ist meine Brille im Bett? Weil ich im Bett noch telefoniere. Und deswegen habe ich auch eine Brille im Bett. So. Wenn man sein iPhone-Speicher nicht ordentlich aufräumt, dann hat man irgendwann keine Kapazität mehr für irgendwas. So, habe ich jetzt auch nicht mehr gehabt. Deswegen, oh, sag mal, hier umsetzen, weil ich dachte, ich. Oh, Moment, dann kann ich mal beide Hände frei haben. Dann kann ich auch ein bisschen was erzählen. Also, oh, schief. Ist schief. Es ist schief. Warte mal, ich drehe das hier. Habt doch mal ein bisschen Geduld. Habt doch mal einmal Geduld, Freunde. So, kann ich noch schneiden nachher. Ist wieder schief. Also, weil das hier oben schief ist. So, besser. Bisschen besser. Jetzt kommt auch eine Sonne rein, weil sich das Schiff hier gerade. Wir liegen gerade an. Direkt. Ich habe eben schon. Bisschen was gezeigt, jetzt direkt in Norwegen. Und was ich sagen wollte, es geht mir immer noch gut. Es ist faszinierend, ich ackere mich wirklich gut durch. Gestern gab es einen winzigen Moment, bei dem ich dachte, ui, jetzt wird es aber gemischter. Aber es wurde gar nicht gemischter. Ich habe mich gut zusammengerissen und mische mich unter das Volk. Und gestern Auftritt war wirklich großartig. Und es klingt jetzt komisch, aber es sind nur zwei Leute gegangen. Und jetzt fragt ihr ja, wieso sind, was ist daran gut? Das sind alles Leute, die mich gar nicht kennen. Und alles Leute, die wegen ganz anderer Dinge hier sind. Und die haben 45 Minuten mit mir Zeit verbracht, die haben viel gelacht, die hatten Spaß. Und ich hatte auch Spaß. Und da gehen wir, heute habe ich frei und morgen geht es richtig los. Und dann schaue ich mal, wie das dann morgen aussieht. Und ich werde heute gesundes Essen zu mir nehmen. Finde ich gut. Mache ich auf jeden Fall. Und eventuell werde ich heute noch meine zweite Sporteinheit einlegen. Warum? Weil ich einfach auch wieder fitter werden möchte. Und ich fühle mich momentan echt ganz gut. Und heute Morgen auch schon wieder eine halbe Stunde Fahrrad gefahren. Und das kann man auch ausdehnen auf eine Stunde. Ich weiß, dass für die ganzen Spezialisten, man kann immer noch mehr machen, ist mir vollkommen klar. Aber ich bin erstmal froh, dass ich das, dass ich das hier alles nutzen kann. Und es ist ja auch erst der, das muss man überlegen, Dienstag, Mittwoch, heute Donnerstag, ist ja erst der dritte Tag. Es ist ja erst der dritte Tag und aber es ist ein großes Fest, so ein großes Fest. Morgen wieder Auftritt mit Musik, mit Liebesliedern, meine Liebeslieder und ihr kennt mich. Oh, das wird eng, das wird spannend und ich freue mich. Ich habe heute, als ich oben auf dem Schiff Fitness gemacht habe, da habe ich wirklich gelächelt und dachte, was für ein Glück habe ich eigentlich, ich Mensch, dass ich das hier erleben darf. Es gibt so viele Leute, die können es nicht erleben und ich darf das erleben und es ist einfach ein Geschenk. Und da freue ich mich total drüber, von daher. Es läuft gerade ganz angenehm in meinem Kopf, denn das anzunehmen ist, das angenehm anzunehmen, das ist auch eine Sache, da bin ich dabei, das zu lernen. Sagen wir es mal so, ich bin dabei, das zu lernen. So, und jetzt werde ich mal gucken, das Video hochlade. Bis 12 müsst ihr das schaffen. Und dann gucken wir mal, wie das so weitergeht. So, wir sehen uns. Ich bin jetzt heute quasi da, aber für den Stream reicht es hier nicht aus. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen. Also ich sehe euch dann nicht, aber ihr seht mich morgen. So, und jetzt machen wir aus hier und bis später. Also bis später, ja.